kann ich wahrscheinlich nicht die Munition mitnehmen, weil ich schon volle Munition habe. Nee, aber im Original gab es halt diesen Stealth-Kill-Move nicht. Sondern da hatte man stattdessen einen Baseballschläger mit dabei. Na, komm mal halt zusehen, wie man die halt alle über den Haufen kloppt. Und da war auf jeden Fall auch eine Levelkenntnis sehr, sehr von Vorteil, dass man genau auch wusste, okay, da steht jetzt da einer, der läuft dann so und so lang. Wenn ich nicht aufpasse, sieht der eine den anderen und bliblablub. So, scheiß auf die Treppe, wir können auch hochklettern kurz. Heiei. Nein! Okay, wir dürfen doch gesehen werden. Geht ja keinen Schwachsinn. Ja, doch. Arg. Ah, ist das nervig. Egal. Wir kriegen ihn schon irgendwie hin, ne? Ja. Bleib hier. Ich schalte die Wachen aus. Ja, komm. Ich lass die Bleichen nicht. Ich habe jetzt auch keinen Bock, die Spacken hier mitzunehmen. Echt. Hier, nimm die Schrotflinte mit. Können wir zwar nicht gebrauchen, wahrscheinlich. Kann man nicht irgendwie die... Ah, okay. Man kann die Waffe doch direkt wegstecken. Schön einen wegstecken. Ja, ich hätte gerne mal eine Nacht frei. Ja. Brabbel-Mini voll. Oh, blau. Ich wollte gerade sagen, Blaulicht sehe ich gerade draußen. Wie spät haben wir jetzt? 10 vor 7 in Duisburg. Am 23.12. Ja. Hartes Pflaster hier. So. Ja, die Frage ist, machen wir den dritten oder machen wir erstmal den Spacken da oben, der mich gerade schon gesehen hat? Ich glaube, ich möchte mich erstmal um den da oben kümmern. Nee, du hast mich nicht gesehen. Scheiße. Das ist so dumm. Also, ich mag so Stealth-Sachen eigentlich. Stealth-Sachen nicht. Ich bin jetzt nicht geduldig genug für. Ich habe keinen Bock zu warten, bis jemand da langläuft und da langläuft. Und vielleicht sieht er mich dann nicht, wenn ich so da stehe. Und vielleicht sieht er mich dann ja doch. Und wenn ich den dann von hinten anschleiche, dreht er sich genau in dem Moment um und ich denke mir, scheiße. Ich schalte die Wachen aus. Oh, ich bin für sowas echt nicht gemacht, ne? Also das ist, glaube ich, neben Rennspielen und Musikspielen, okay, weil das sind zwei Genres, wo bei mir auch, ich sag mal, mein Durchhaltevermögen nichts bringt. Also auch mein Ehrgeiz. Ich kann das dann auch 100.000 Mal versuchen. Ich werde es dann 100.000 Mal halt eben nicht schaffen. Und das gleiche gilt für Stealth, weil... Okay, bei Rennspielen sind es beispielsweise meine Fähigkeiten, die nicht gut genug sind. Genauso wie bei, also Musikspielen mache ich halt so ein Rockband. Es gibt ein paar Lieder, die werde ich niemals auf Experte schaffen. Und ja, das ist bei Stealth, hat es aber einen anderen Grund, das sind nicht meine Fähigkeiten, weil man braucht eigentlich keine großartigen Fähigkeiten, um Stealth-Spiele spielen zu können, sondern man braucht einfach nur die Ruhe, die Zeit. Und Ruhe? Ja, okay, ich bin eigentlich relativ entspannt, ne, im Grunde genommen. Aber die Zeit, die ich dafür investieren müsste, alter Vater, das ist mir einfach viel zu blöd. Muss ich einfach schlicht und ergreifend sagen. Einfach nur zu warten. Also im Grunde genommen mache ich dann ja wirklich faktisch nichts. Also wirklich nichts, außer warten. Und das kann ich nicht. Das kann ich nicht. So wie jetzt zum Beispiel. Vielleicht erreiche ich ihn noch rechtzeitig, bevor er sich umdreht. Eventuell sieht mich dann jemand anders, der da vielleicht da gerade rumstolziert. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh ja, auch eine Schrotflinte. Genau. Also soll ich den ins Labyrinth schmeißen? Ja, machen wir, glaube ich, mal, ne? So, bitteschön. Nehme ich mit. Vorsichtshalber, man weiß ja nie. Nachladen können wir auch. Warum sind ja nur zwei Schuss drin? Lächerlich. Mal wegstecken. Wegstecken habe ich. Wegstecken. Ach, nach oben zeigen, okay. Da ist noch irgendwo einer. Ja, in dem Eingangsbereich sollte ich aber in Ruhe lassen, oder? Ja, gucken wir mal. So, kein zweiter unterwegs. Oh, der Tommy Gun. Nehme ich die, glaube ich, lieber, ne?
Na, ah, ich hab gerade kurz überlegt, ob ich ihn ins Wasser schmeißen soll. Aber nein. Vielleicht ist das Leichen rumschleppen auch gar nicht notwendig. Ich weiß es nicht. Aber das mit meiner Problematik, was Stealth betrifft, ist auch tatsächlich ein Grund, warum ich noch kein Splinter Cell gespielt habe. Ich hab's mit Hitman mal versucht, ja. Hab die ersten paar Missionen auch geschafft. Und bin, glaube ich, noch sehr, sehr am Anfang vom Spiel gewesen. Also beim allerersten Hitman. Wo man jetzt auch in den Missionen auch nicht speichern kann und gar nichts. Und ja. Ne? Bin halt nicht sehr weit gekommen. So. Selbst wenn ich da mal ein bisschen weiter gekommen bin, also das ist für mich wirklich Try and Error. So kann ich denn nicht. Warum darf ich denn die Tür nicht öffnen? Dass ich dann genau weiß, okay, da kommt von da, ne, dann kann ich mir das und das holen, das ist schon mal gut. Und dann muss ich dann da halt 22 Sekunden warten, um da halt durchzukommen. Ja, so hoch komme ich nicht, schade. Okay, da ist noch irgendwo ein Spacken. Da. Und das ist halt für mich dann einfach zu viel Trial and Error. Aber jetzt kein actionreiches Trial and Error, wie bei Shootern zum Beispiel, ne? Also so bei so einem, weiß ich nicht, Weltraum-Shooter, so ein 2D-Sidescroller-Shooter. Wenn man denkt, okay, dann kommt die Gegner von links. Da haben wir dann nämlich schön immerhin noch ein bisschen Action dabei. Und das haben wir bei Stealth halt gar nicht, ne? Also da ist es dann in Anführungsstrichen Spannung vielleicht, aber nein. Ich hab's bei Alien Isolation gesehen. Wenn ich da eins gemacht habe, dann war es auf jeden Fall verkacken, wenn ich ruhig sein sollte. Und das war tatsächlich auch ein Grund, warum ich jetzt nämlich doch kein Platin geholt habe, weil ich mir gedacht habe, nee, komm, das ist dann eigentlich eine absolute Zeitverschwendung. Und ich hab's ja schon mal gemacht, von daher alles cool. So, wir haben es geschafft. Ja. Du bist die Statue. Nice. Der Typ nervt. Wo bist du? Am Eingang vielleicht? Ah, da ist er doch. Hi. Sei uno tosto tu, eh? Was? Verstehe ich jetzt nicht. Also, warum harmonieren wir denn jetzt nicht mehr? Nur weil wir nicht kommunizieren können? So. Was bist du denn für ein Einbrecher? Wonach? No guaccio. Da Vinci. Caravaggio. U capisci? Gemälde? Hinter einem Gemälde. Meinst du das? Si, si. Okay. Ich verstehe. Bin ich aber auch geil, dass er offensichtlich einen Safe knacken kann. Aber, keine Tür. Oh. Haben wir eine Notiz? Busschrift? Was? Busschrift? Ralle ich nicht. Amerika wird nicht der Versuchung erliegen, die Prohibition darf nicht aufgehoben werden. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Du mich auch. So, ich habe jetzt gerade nochmal kurz auf den Tacho geguckt. 53 Minuten haben wir schon wieder aufgenommen. Das heißt, ich werde hier einen kurzen Schnitt machen, ne? Weil sonst sagt die PlayStation 5 wieder, nee, ich will nicht über die Stunde aufnehmen und ich breche das Video jetzt einfach ab. Möchte ich einfach nur verhindern. Deswegen hier ein kurzer Schnitt. Also, bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Natürlich immer noch in der Villa vom Staatsanwalt. Watkins hieß der, ne? Mit Salvatore unterwegs und wir suchen gerade den Safe, ja. Gut, okay, wahrscheinlich ist es der gleiche Part noch, ne? Ich habe jetzt ja keinen großen Schnitt gemacht. Ihr Tommy. Ezio, hier drüben. Hier ist nur Wand dahinter. So, sind... Gehen wir in das obere Geschoss vielleicht, wenn hier irgendwo eine Treppe ist, weil ich meine, der war damals, ich weiß nicht, ob das auch wieder am gleichen Ort versteckt ist, aber damals war der, glaube ich, im Obergeschoss. Das wäre eigentlich ganz geil, wenn jetzt hier wirklich die Haushälterin überall rumspuken würde. Steht hier. Zeitung, 1. Juli 1933, Mafia-Boss in Empire Bay ermordet. Spektakuläre Bilder vom vorigen Tod des abscheulichen Bosses. Der berüchtigte Gangster Tommaso Moretti
wurde Donnerstagnachmittag vor seinem Anwesen in Empire Bay als einziges Opfer einer zweifellos von einem Rivalen aus der Unterwelt platzierten Autobombe getötet. Die Einwohner hoffen, dass Morettis Tod das Ende der Bandengewalt bedeutet, die ihre Stadt in den letzten Monaten erschüttert hat. Sein Tod wird kaum betrauert werden. Es wäre geil, wenn wir hier ein Katz-und-Maus-Spiel hätten, das wollte ich gerade sagen, mit der Haushälterin, dass sie uns eigentlich gar nicht sehen darf. Ich hab gleich, ich hole mir jetzt das Gewehr wenigstens. Giese. Nenti. So. Ja, ich meine, das war damals auf jeden Fall oben. Das finde ich dann auch so erstaunlich beim Christoph. Ich meine, ich glaube, der könnte Mafia jetzt spielen. Ne? Und der ist wahrscheinlich seit, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren gar nicht mehr gespielt. Vielleicht sind es auch nur 4 Jahre her. Aber der könnte sich noch genau daran erinnern, wo dieser gottverdammte Safe ist im Original. So. Der war sowas, so ein gutes Gedächtnis. Brief von Gilotti. Staatsanwalt Watkins. Ich schreibe Ihnen, um mich zu bedanken. Wenn Sie uns wirklich zuverlässige Zeugen, Aussagen und Beweise liefern können, dass Salieri Billy umbringen ließ, stehe ich in Ihrer Schuld. Die Geschichte des Priesters klang immer schon faul. Und jetzt, da er tot und begraben ist, fühlt sich das wie unsere letzte Chance an. Geschichte des Priesters klang immer schon faul. Und jetzt, da er tot und begraben ist... Also haben die den Priester umgebracht? Okay. Wenn Zeugen einen zu hohen Preis verlangen, werde ich ihn übernehmen. Unser gemeinsamer Freund wird ebenfalls etwas Druck ausüben können. Wir alle werden davon profitieren, wenn wir Salieri und seine Familie auslöschen können. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Ich sorge mich um ihre Sicherheit und die ihrer Familie. Bald werden einige Männer eintreffen, um sie zu beschützen. Voller Dankbarkeit, Roberto. So. Ja, okay, also sind das auf jeden Fall Robertos Leute gewesen. Das sieht doch schon mal sehr verdächtig aus, ne? Ja. Bravo. Oh, oh. Scusa. Klar. Dann zeig mal, was du drauf hast. Scheiße. Beeil dich, Salvatore. Pazienza, pazienza. L'Alarm! Was? Mensch, du hast aber verdammt! Scheißegal! Komm jetzt, wir müssen hier raus! Vai, dietro, dietro! Sie sind bestimmt oben! Nein, nein. Der Safe ist in seinem Büro! Hey! Hier drüben! Fall doch einfach mal um, Mensch! Der Mini-Revolver, der ist nicht so geil. Vorsichtig. Energie brauchen wir jetzt natürlich noch nicht aufzuladen. So, hier geht es wahrscheinlich ein bisschen ab. Oder auch nicht. Oh Gott. Doch, vielleicht ein bisschen. Der Penner gehört mir. Schau da drüben nach. Hier drüben. Ach, ist das der Staatsanwalt oder was? Ja, der ist weg. So. Stimmt, genau. Im Original ist er, glaube ich, auch gerade dann zurückgekommen, als wir den Safe gesichert haben. Beziehungsweise die Inhalte aus dem Safe gesichert haben. Und da mussten wir nämlich dafür Sorge tragen, dass er uns nämlich nicht entdeckt. Ich kümmere mich um sie. Aber der Revolver ist eigentlich doch ganz gut, ne? So. So, wie viel sind es noch? 3. Einen habe ich nur mal mitgegeben. Mein Gott, der ist doch scheiße. Hui! Okay. Okay, ich bin gleich tot. Also einer ist da noch. Ich bin mit Maschinengewehr. So. Ach komm, ey. Endlich verstehe ich dich mal. Nichts ist gefährlich hier. Gehen wir hier rein. Schlossknacken gedrückt halten. So, weil wie gesagt, im Original konnte man noch sich an der Garage von dem bedienen. Und den Silver Fletcher nämlich besorgen. Ich glaube, das war die schnellste Karre im Spiel. Im Original. Also die schnellste Karre, die normal auf